drei Eigenschaften für unser Team. Da würde ich auswählen Respekt, Fairness und Kameradschaft. Familiär, freundschaftlich und vor allem würde ich Spaß mit reinbringen. Sehr viel Spaß, wir lernen voneinander und wir lernen miteinander. Indian Football Hamburg. Wir sind ein relativ junger Verein, gegründet im Jahr 2013. Haben sich einfach ein paar kulturell verbundene Jungs zusammengetan und haben gesagt, wir haben Lust zu kicken. Haben in der Freizeitliga angefangen, zwei Saisonen dort gespielt und dieses Jahr haben wir einfach den Schritt gewagt, in der Kreisklasse noch mal Fuß zu fassen. Versuchen wir es zumindest. Und wir sind nicht nur ein Verein, wir sind eine kleine Familie. Wir vertreten die Kultur, wir vertreten von jedem die Interessen und vertreten auch die Hobbys. Wenn jemand mal was anderes machen möchte, unternehmen wir das gerne. Wir gehen auch öfters zusammen schwimmen, also wie eine kleine Familie. Letzter zu sein ist ja nicht schlimm. Wir sind in der ersten Saison, wir haben uns jetzt erst in der Kreisklasse angemeldet und Erfolge werden aus Tälern geschrieben. Also wir können nicht auf dem Gipfel stehen und sagen, wir sind die Besten und wir waren schon immer welche, sondern wir wollen sie ja werden. Und wenn wir nicht ganz unten anfangen, wo dann? Wir wissen es ja sonst nicht anders zu schätzen. Deshalb finde ich letzter zu sein gar nicht mal so schlecht in der ersten Saison. Das Preisgeld von der Sparda Bank werden wir reinvestieren. Wir werden uns Trainingsanzüge kaufen, sind schon ein bisschen ausgeguckt, da freuen wir uns natürlich auch, das den Jungs dann auch bald zu präsentieren.